Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren, zum Rennen Nummer 6 der Rotax Junioren hier bei den ACV Kart Nationals und zwar zur zweiten Station und zwar auf dem Vogelsbergring, ja, im Main-Kinzig-Kreis. Wir befinden uns zwischen Frankfurt und Fulda. Nur, dass Sie ungefähr wissen, ja, für alle, die auch online eingeschaltet haben, Sie sehen es schon, die Fahrer befinden sich auf der Strecke nach unserer Siegerehrung, Mittagspause und ja, dem Programmpunkt mit den Midget Racing Fahrzeugen, wie bereits erwähnt. Wir widmen uns jetzt dem ersten Rennen der Rotax Junioren. Das ist insgesamt das 6. Rennen des heutigen Tages. Und da haben wir auf der Pole Position Colin Bönighausen mit der Startnummer 344. Und zwar von Nick Deisler auf der 2 mit der Startnummer 345. Von der zweiten Startreihe, von der dritten Startposition, wird André Petropoulos ins Rennen ausstarten vor André Engel auf der 4. Dritte Startreihe belegt Noah Sadik mit der Startnummer 325 auf der fünften Position neben Paul Drusheim auf der 6 mit der Startnummer 303. Dahinter Bennett Müller mit der 304, er wird von 7 aus starten. Felix Schneider, für ihn hat es ja zum 8. Startplatz gereicht durch die Zeittrainings vor der Mittagspause. Dann haben wir auf der 9 Raphael Alessa Basil, von 9 wird er aus ins Rennen gehen, von Nadja Olbrich auf der 10. Dahinter Michael Endres auf der 11, Ferdinando Casal wird von 12 aus ins Rennen starten und zu guter Letzt Juri Tenhev auf 13 mit der Startnummer 302, das wäre dann die 7. Startreihe. In der Meisterschaft Nick Deisler führender vor André Petropoulos auf 2 und Colin Bönighausen auf der 3. Die 3 dürfen wir uns genauer anschauen, denn da geht es tatsächlich ums Podest in der Meisterschaft hier bei der zweiten Station. Und das Rennen ist freigegeben. 11 Minuten, die Uhr läuft ab jetzt herunter. Und wir schauen nach vorne, alles recht eng. Aber Deisler ist der neue Führende, so sieht's aus. Also Nick Deisler hat schnell reagiert, guten Start erwischt, gut weggekommen und ist somit der neue Führende hier beim zweiten Lauf. Die Reihenfolge Deisler, Bönighausen, Petropoulos auf 1, 2 und 3. Dann haben wir Engel auf der 4. Drusheim ist auf der 5 momentan. Müller auf 6, Schneider 7. Endres ist der neue 8-Platzierte. Tenef ist vorgefahren auf die 9. Casal auf 10. Basil ist auf der 11. Ist 2 Plätze zurückgefallen. Olbrich ist zurückgefallen auf die 12. Und Sadik ist nicht mit dabei. Somit also 12 Fahrer hier im Feld unterwegs. Schnellste Zeit des Feldes, Nick Deisler in Führung liegen 50-3-4-4. Ganz knapp dahinter mit 2 Zehnteln, ja, ein bisschen mehr als 2 Zehnteln. Der Herr Bönighausen, Colin Bönighausen, er übrigens aus Isernhagen unterwegs und kommt vom Team Top One Kart Racing. Er vertraut übrigens als einziger einem Tony-Chassis hier in diesem Feld. Die Mehrzahl, muss man sagen, ja, sind auf Maranello unterwegs, Maranello-Chassis, vereinzelt noch andere Hersteller wie Swiss, TB, Top oder Calicard. So, jetzt wird es vorne schon ein bisschen spannender. Wir haben eine Viererkampfgruppe um Deisler, Bönighausen, Petropoulos und Engel. Engel könnte schon auf Rang 4 liegen zufrieden sein, lief es für ihn ja in Wackersdorf nicht so gut. Mit 14 Punkten in die Saison gestartet, ist jetzt hier auf Rang 4, das würde natürlich mehr Punkte geben. Also für Engel wäre das schon ein gutes Ergebnis, aber umso erstaunlicher oder umso besser für ihn muss man auch sagen, dass er hier doch am Treppchen momentan schnuppert. Aber wir haben noch über 8 Minuten Zeit. Da ist noch viel drin. Auf der einen Seite kann er noch viel reißen, auf der anderen Seite kann auch noch viel passieren.
So, ganz, ganz eng zwischen Deißler, Wönighausen, Petropoulos. Schenken sich da nichts, in Führung liegend und der Vorsprung schmilzt. Also nur noch 0,17 Sekunden, Wönighausen hinter Deißler, Petropoulos auf der 3 und Engel auf 4. Also schöne Viererkampfgruppe, die jetzt sogar noch an Fahrt gewinnt, auch mit Trussheim, der jetzt langsam aufschließt mit der Startnummer 303. Der übrigens auch die schnellste Zeit des Feldes fährt mit 48,296. Also ihm ist auch einiges zuzutrauen. Auch in der Meisterschaft ist er momentan ja im Mittelfeld unterwegs. Also kein schlechter Fahrer, sind sie ja grundsätzlich alle nicht. Aber es ist noch mehr drin, es wäre noch mehr drin und das zeigt er auch mit Zeiten. Aber es ist natürlich nicht immer nur zeitenabhängig, das Ergebnis, und das sehen wir jetzt. Wir bleiben vorne bei der Fünferkampfgruppe. Der Vorsprung von Deißler auf Bönighausen variiert zwischen 2 und 3 Zehnteln, so ungefähr kann man sagen. Hat natürlich immer so ein bisschen den Ziehharmonika-Effekt, mal mehr, mal weniger. Aber wir dürfen gespannt auf der Führungsgruppe bleiben. Ich bin mir sicher, da wird sich noch einiges tun jetzt in den kommenden Minuten. Also Bönighausen hat da doch einen Geschwindigkeitsüberschuss am Ende der Start- und Zielgeraden. Fährt auch Deißler so ein bisschen in die Bredouille. Und jetzt heißt es natürlich Nerven bewahren für Deißler. Keinen Fehler machen. Er ist schon zackig, Bönighausen, hinten dran. Fahren sie doch alles so auf dem identischen Niveau. Colin Bönighausen im Zeittraining schnellster gewesen, Pole Position gehabt, jetzt nur auf 2 unterwegs, ist nicht schlecht, aber er möchte natürlich mehr, da gibt er sich nicht zufrieden mit dem zweiten Platz und kämpft natürlich, bis er wieder seine Ursprungs- oder Ausgangsposition hat. Natürlich nagt das auch so ein bisschen an einem, wenn man den Start so ein bisschen verliert, ja. Also der Deißler hatte da wirklich einen tollen Start erwischt, hat sich sofort die Führung geholt, war dann ein bisschen überrumpelt Bönighausen. Und das möchte er jetzt natürlich wieder gut machen. Nicht, dass er noch mit einem schlechten Gewissen nach Hause fährt. Ne? Das wollen wir natürlich nicht. Aber die Differenz jetzt sogar unter 1/10. Ich bin mir sicher, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir einen Führungswechsel zu sehen bekommen. Bönighausen mit einer neuen schnellsten Zeit des Feldes, 48,114, 48,114 die neue schnellste Zeit des Feldes. Auch im Mittelfeld werden persönliche Bestzeiten gefahren, merkt man schon, dass die Reifen jetzt langsam an Temperatur gewinnen und in einen Bereich reinkommen, in dem sie optimal funktionieren. So geschehen bei Bennett Müller die 304 auf Rang 7 momentan und Schneider mit der 320 auf 8. Da haben wir 49,080 für Müller und 49,331 für Schneider. Das sind die persönlichen Bestzeiten. Die sind aber eine ganze Sekunde über dem, was die Spitze fährt. Und das ist schon eine Menge. Also muss man auch ehrlich sagen, leider kein Führungsniveau. Colin Bönighausen legt nach, 48,100, die schnellste Zeit des Feldes. Wir bleiben vorne unverändert, wobei sich Deißler Bönighausen ein bisschen abgesetzt haben, Petropoulos dahinter. Und da geht er, ja,
versucht er auf die Außenbahn zu gelangen, Bönighausen, aber merkt eigentlich recht schnell, dass es aussichtslos ist, gerade am Ende der Start- und Zielgeraden. Es war so ein bisschen, ja, um den Geschwindigkeitsüberschuss halt noch mitzunehmen, anstatt zu bremsen, lieber ein bisschen vom Gas gehen und den Überschuss mitnehmen als bremsen, deshalb dieses Manöver. Und da kann man schön sehen, halt Bönighausen viel schneller unterwegs, hat wirklich einen großen Geschwindigkeitsüberschuss. Deißler fährt Kampflinie, macht die Tür natürlich zu, schaut auch immer wieder nach hinten. Aber das ist natürlich purer Stress für Deißler, wenn Bönighausen hier anklopft. Und der Blick geht wieder nach hinten und die 344 bekommt eine Verwarnung. Das war wegen unsportlichem Verhalten. Ich gehe davon aus, durch dieses Auffahren, durch den Rempler. Also, die 344 bekommt eine Verwarnung. Neue schnellste Zeit des Feldes, André Petropoulos auf 3:48.044. Und Bönighausen hält sich ein bisschen zurück, was das dichte Auffahren angeht. Nur weiß er auch, es bringt ihm nichts, rundenlang hinterher zu fahren, egal wie nah oder nicht. Er muss was tun, eine Minute seht ihr auf dem Schild, wenn er über Start- und Ziellinie fährt, hat er gesehen, eine Minute noch. Das heißt, er setzt sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unter Druck oder muss sich unter Druck setzen, sonst wird es so sein, dass er die ersten Platz, die 25 Punkte an Deißler abgeben muss. Und Deißler braucht die Punkte, legt zusammen mit André Petropoulos in Führung. So. Da kommen sie über Start-Zielgeraden. Die Reihenfolge lautet wie folgt: Deißler, Bönighausen, Petropoulos. Dann haben wir Engel auf der vierten Position, Drusheim auf 5, Tenhev auf 6, vor Müller 7, Endres auf der 8, Schneider 9, Kassal 10, Basil auf Position 11 und zu guter Letzt haben wir noch Nadja Ulbrich mit der Startnummer 341 als Schlusslicht auf Position 12. Nick Deißler, neue schnellste Zeit, 47.981. Und die letzte Runde ist draußen. Das Schild mit letzter Runde von Marius im Team der Rennleitung rausgehalten. Das heißt, also die letzten 1000 Meter. Und da bin ich mal gespannt, ob er noch lauern kann, ob er überholen kann, Bönighausen. Oh, da kommt er sehr weit raus, nimmt die Curbs in der S-Kombination schon scharf mit und verliert eigentlich somit ein bisschen an Boden. Und ich würde eigentlich fast schon behaupten, dass es das gewesen sein mag, dass Deißler hier diesen Rotax Juniorenlauf gewinnen wird. Die letzten Runden, Kurven besser gesagt. Und dann schauen wir, Deißler wird das Ding nach Hause fahren. Ich bin mir ziemlich sicher, auf Rang 3 könnte es nochmal interessant werden. Aber ich glaube, auch das bleibt so. Also der Sieger bei den Rotax Junioren heißt Deißler. Nick Deißler gewinnt den ersten Lauf der Rotax Junioren hier auf dem Vogelsbergring der ACV Kart Nationals. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter gefolgt von Bönighausen Petropoulos auf 2 und 3. Engel landet auf Platz 4. Dann haben wir die Startnummer 303, Paul Drusheim. Ja, landet auf Platz 5. Ein Platz gut gemacht im Vergleich zur Startposition. Tenhev, der von 13 aus gestartet war, der vom Feld, das Feld von hinten aufrollen musste, ist auf die 6 vorgefahren, hat auch einige Positionen gut gemacht oder wieder gut gemacht, besser gesagt. Müller ist auf 7 gelandet, Endres auf der 8. Position, Schneider mit der 320 auf 9, Kassal auf der 10, Basil auf 11 und Nadja Ulbrich bleibt auf Position 12.